Hallo, liebe Dienstagsermutigungsvideo-Mails-Zuschauer. Was für ein Wort. Von Zeit zu Zeit schicke ich euch ja immer wieder so ein paar Ideen oder Fragen, die mir über den Weg laufen. Heute habe ich wieder was ganz Cooles gelesen. Einen Vorschlag. Wenn du mal etwas Neues erleben willst und dich fragst, wie das wohl gehen kann oder dich nicht traust, irgendwie neue Dinge in deinem Leben zuzulassen, dann kauf dir doch einfach mal ein lustiges Kinderhütchen, das dir natürlich viel zu klein ist. Zieh das auf und dann geh mit diesem Hütchen in deinem Supermarkt einkaufen. Und schlendere einfach mal ganz langsam durch die Gänge, nimm dir viel Zeit. Und du darfst gespannt sein, wie viele neue Erfahrungen du in diesem Supermarkt machen wirst. Und die zweite Idee, die ich euch heute gerne mitgeben möchte: Was ist eigentlich der letzte neue Glaubenssatz, den du gerne in dein Leben integrieren möchtest? Also was fällt dir da jetzt ein? Zum Beispiel, ich möchte gerne mehr Leute ansprechen. Ich möchte gerne, dass mir so eine Hütchenaktion im Supermarkt ganz locker vom Hocker geht. Ich bin ein super Mitarbeiter in meiner Firma oder was auch immer. Etwas, was du gerne neu in dein Leben integrieren möchtest. Diesen Satz nimm, schreib dir den auf oder du weißt ihn ja auch schon. Und dann machst du dir folgende Regel für dich auf und sagst: Jedes Mal, wenn ich heute eine Türklinke berühre, egal ob das jetzt ein Knauf oder eine zum Drücken ist, jedes Mal, wenn ich heute eine Türklinke berühre, halte ich kurz inne und sage innerlich diesen Satz. Und das machst du einfach 7 Tage lang und dann wollen wir mal sehen, wie fest dieser Satz in dir verankert sein wird. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg, sowohl bei der ersten wie auch bei der zweiten Aufgabe. Alles Liebe, euer Mickey.